In Deutschland und Österreich fast jeden Abend auf einer anderen Bühne mit ihren Welthits wie etwa Holding Out for a Hero oder anderen. Zum Abschluss schaut sie bei uns mal kurz vorbei. Bonnie Tyler, willkommen im Abendmagazin. Rein mit Ihnen. Hallo, sit down. Thank you. Wie ist das Befinden nach so einer Tournee? Erschöpft, urlaubsreif? I feel absolutely fine. No, ich fühle mich hervorragend. Mir geht es gut. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann geht es mir am besten. Aber ich werde noch Urlaub machen, eine Art Urlaub. Ich werde an 3 Tagen auf den Bahamas auftreten und insgesamt 10 Tage dort bleiben. Also kann ich die restliche Zeit mich dort erholen. Wir waren mal mit Kamera und Mikrofon dabei auf einer Tourneestation in Hannover. Vielleicht schauen wir uns das mal kurz an. War schön. Oh je, meine Stimme. Great. Treten Sie immer so sparsam auf mit einem Gitarristen nur oder gibt es auch mal ein bisschen mehr Begleitung? No. Normalerweise gehören zu meiner Gruppe eine akustische Gitarre und insgesamt 5 Jungs noch, 2 Leadgitarristen, ein Bassist, der Trommler und natürlich der Keyboarder. Sie produzieren jetzt einen Song fürs ZDF und zwar einen Olympiasong, den man dann im Sommer immer hören wird, wenn wir Sendungen machen aus Atlanta am Anfang und am Ende. Haben Sie persönlich überhaupt eine engere Beziehung zum Sport als Fan oder mal aktiv? Nein, ich bin überhaupt nicht sportlich. Mein Ehemann ist sehr sportlich. 1972 nahm er an den Olympischen Spielen teil. Er hat einen Gürtel im Judo, er hat keine Medaille gewonnen, aber immerhin durfte er an diesen Spielen teilnehmen. Ich freue mich sehr über diesen Song. Der Titel lautet Limelight. Das Lied gefällt mir hervorragend. Es wurde geschrieben von Alan Parsons. Warten wir ab, wie es wird. Also im Juli wird er vorgestellt, jetzt wird noch dran gearbeitet. Zum Privaten mal, Sie wohnen dort, wo Sie auch geboren sind, in Wales, richtig? Ja, ich lebe immer noch in Wales. Ich komme nicht mehr so oft nach Hause, aber ich bin sehr gerne dort. Ich fliege am Mittwoch zurück, bleibe 3 Tage in Wales, bevor ich nach Kopenhagen fliege und dann auf die Bahamas und dann weiter nach New York. Treffen Sie da manchmal als prominentes Landeskind den Prince of Wales? Er ist nicht sehr oft in Wales, aber ich habe seine Frau getroffen, Prinzessin Diana. Und wen mögen Sie lieber, Sie oder ihn? Natürlich Prinzessin Diana. Sie ist so hübsch. She deserves better, doesn't she? Also sie ja, okay, verdient eigentlich, dass es ihr besser nicht, geht. Gibt ja viele Briten, die ihr übel nehmen. He's not Welsh. He don't like who? Diana. Es gibt viele Briten, die der Diana übel nehmen, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen ist. No, it's more the other way around. Nein, das stimmt nicht. Das ist eher umgekehrt. Es ist viel eher umgekehrt. Alle lieben Prinzessin Diana. Und niemand ist besonders begeistert von Camilla und Charles. Ich denke, die Königin hat Schuld. Sie sollte ihren Kindern erlauben, diejenigen Partner zu heiraten, die sie lieben. Dann hätte sie jetzt 3 wirklich glückliche Söhne und eine glückliche Tochter. Meine Mutter würde mir nie vorschreiben, wen ich zu heiraten habe. Die Stimme des Volkes. Bonnie Tyler, herzlichen Dank. Wir hören und sehen noch einiges von Ihnen. Am 20. Juli wird der neue Olympiasong für ZDF offiziell vorgestellt. Bis dahin. Ne? Dankeschön. Tschüss. Und jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Themen, die uns